Pietro Lombardi, nach Eklat mit Sarah Engels, jetzt spricht Dieter Bohlen. Zwischen Pietro Lombardi und Ex-Sarah Engels herrscht derzeit dicke Luft. Nun schaltet sich Pietros Freund Dieter Bohlen ein. Pietro Lombardi, das rät ihn Mentor Dieter Bohlen. Von diesem Streit haben mittlerweile wohl alle mitbekommen. Vor wenigen Tagen lieferten sich Sarah Engels, 31, und Pietro Lombardi, 32, einen verbalen Schlagabtausch auf Instagram. Der Grund, ihr gemeinsamer Sohn Alessio, 9. Sarah ließ in einer Fragerunde anklingen, ihr Ex würde seinen Vaterpflichten nicht vernünftig nachgehen. Für Pietro, der seinen Sohn heiß und innig liebt, war diese Anschuldigung ein Schlag in die Magengrube. Sofort teilte er gegen Sarah und ihren Ehemann Julian Engels, 31, aus. Letzterer mischte sich daraufhin auch in den Streit ein, was für Pietro das Fass zum Überlaufen brachte. Die Follower konnten den Streit live über die Instagram-Stories mitverfolgen. Für Pietros Mentor und guten Freund Dieter Bohlen, 70, war dies jedoch die falsche Entscheidung. Gegenüber der Bild erklärte er, welchen Rat er seinem Schützling und dessen Ex gibt. Sprecht miteinander und klärt das unter euch. Tatsächlich wurde es auch nach einigen Stories still auf den Instagram-Kanälen von Lombardi und dem Engels-Ehepaar. Ob Pietro nach dem Rat von Bohlen gehandelt hat? Möglich, der Pop-Titan weiß aber auch, dass der DSDS-Sieger seinen eigenen Kopf hat und sich nur selten reinreden lässt. Ich bin immer für ihn da, stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Aber Pietro macht nicht immer das, was ich ihm sage. Doch ganz egal, ob es Dieters Worte waren, die den Vater von zwei Jungs besänftigt haben, oder etwas anderes, Hauptsache ist, dass Pietro und Sarah ihren Streit zum Wohl für Alessio beilegen. Dieter Bohlen, bei ihm läuft es aktuell besser. Während Pietro Lombardi und Sarah Engels im Clinch liegen, freut sich Dieter Bohlen darüber, dass es bei ihm so gut läuft. Am Freitag, 19.07, startet er seine Open-Air-Tournee, die ihn in Städte wie Bremen, Lübeck, Koblenz oder Hanau führt. Der Pop-Titan kann es kaum mehr erwarten, seine Fans wieder live zu begeistern. Wie er im Interview mit der Bild anklingen ließ, ich freue mich schon sehr darauf. Verwendete Quellen, Bild,